Ja, hoi, ihr. Nein, nein, du bist kein würdiger Nachfolger für Tony Hawk Pro Skater 4. Geh weg, du Spiel des Teufels. Geh weg. So, das ist doch schon ein viel besserer Nachfolger für Tony Hawk Pro Skater 4. Leute, willkommen zu Tony Hawk's Underground. Ja, der offizielle Nachfolger von Tony Hawk Pro Skater 4, der 2003, 2004 auf den Markt kam. Wir haben sehr viel neuen Stuff hier. Allein von der Tatsache, dass wir hier zum Beispiel hier zwischen Macht ihr das Deck machen können. Macht ihr den Trick, ist auch neu. Und es gibt sogar noch einen Modus, der ist auch neu, nämlich Ziele erstellen und spielen. Also es gibt hier sehr viel Neues. Natürlich gibt es auch wieder eine Story. Es ist ja sehr schön, dass es wieder eine Story gibt. Also jetzt gibt es diesmal eine richtige Story. Nicht so wie in Pro Skater 4, da gab es ja nur so einen Classic-Modus, der ein bisschen umgeändert wurde. Aber der war ja auch gut, da haben wir nichts gegen zu sagen. Und ich habe alles gelöscht. Ich habe meinen ganzen Spielstand gelöscht, damit ihr auf jeden Fall alles sehen könnt. Habe jetzt gerade eine ganze Stunde lang gearbeitet, dass wir hier ein paar Songs haben, die laufen dürfen. Hier haben wir die ganze Songliste noch einmal. Ich werde unten in die Beschreibung, nur in Folge 1, gucken, dass ich so Links zu diesen ganzen Videos finde, die man angucken kann. Ich möchte jetzt nicht da irgendwie Streit mit der GEMA bekommen. Ihr seht hier so ein paar, die vielleicht rausgeschnitten worden sind, also die ich rausgenommen habe, weil, ja, das Video wird sonst gesperrt. Das möchte ich mir jetzt nicht antun, weil, ja. Oh, nein, 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 du bleibst aus, wir machen wieder hier, that she said. So. Gut, und ich würde sagen, wir fangen einfach ganz neu an und wir müssen natürlich erstmal anfangen, indem wir unseren Skater machen, denn den haben wir einfach nicht. Also ich habe wirklich alles gelöscht, was ich hatte, ich habe keinen Speicherstand mehr, ich habe nix, nada, niente, also gar nichts. Ich habe wirklich gerade die Memory Card, also die Disk rausgenommen, gestartet, Memory Card, alles was mit Tony Hawk Underground zu tun hat, gelöscht und halt noch die Musik gespeichert. Wir können hier auch nichts laden, ich meine, guckt hier, Überprüfung, oh, da kommt ja gar nichts, ach doch, Maser. Ja, aber Maser ist halt von heute, also 19.06. ist heute. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich gerade so freundlicherweise alle Songs rausgesucht habe und ich habe es sicherheitshalber abgespeichert. So, gut, ihr werdet auch gleich sehen, warum noch alles gelöscht ist. Denn es gibt eine Sache, die auf jeden Fall auffallen wird. Wir werden einen neuen Skater erstellen. Fertige Skater. Okay, es gibt viele fertige Skater, wie es aussieht. Das ist gut. Wir nehmen mal wieder eine weibliche Skaterin als Vorlage. Wir nehmen einfach die als Vorlage. Weil irgendwie in Tony Hawk bin ich immer weiblich gewesen. Ihr habt das selbst gesehen in den letzten paar Projekten. Da war ich immer ein weiblicher Charakter. Und ich möchte das gerne beibehalten. Maser. So. Ich komme von... Ah, jetzt müssen wir wieder alles eingeben. Ist das schön. Es ist irgendwie klassisch, ja. Ich freue mich. Es ist, als wenn wir Tony Hawk ausgepackt hätten und es spielen. Da freue ich mich, ja, Leute. Das ist echt... Ich habe mich schon sehr lange auf diesen Teil gefreut. Ich freue mich eigentlich auf jeden Teil, den wir spielen. Denn jeder hat da auf seine Art was Besonderes. Ich wohne nicht in Krefeld. Das war einfach nur ein Reflex. So. Weiblich, regular, nie Mongo, Stravert. So, Kopf, Gesicht. Welche haben wir denn da? Helle Haut 1, 2, 3. Dunkle Haut, gebräunte Haut. Graue Haut, Schädel, Augen. Ah, okay. Ja, es gab halt hier ziemlich viel Stuff. Können so einzelne Augen nehmen, das ist cool. Aber wir nehmen einfach helle Haut 2. Und da hinten im Hintergrund haben wir eine Lavalampe auf dem Tisch. In Wirklichkeit habe ich keine Lavalampe, aber... Psst. So, Hüte wollen wir keine, Haarfarbe können... Haare können wir ändern. Das ist übrigens auch ein Easter Egg aus Tony Hawk Pro Skater 4, das ist nämlich ein Poster von Daisy. Und die Haare sehen verdammt scheiße aus. Und die Musik zuhören. Und alle Haare sehen irgendwie ein bisschen nicht so dull aus, wobei, das geht eigentlich. Nämlich so ein bisschen an Tomb Raider, ja? Keine Ahnung warum. Ah, ein Pferdezopf. Pferdeschwanz. Oder so ein Pferdeschwanz? Den hatten wir im letzten Pack. Wir nehmen den. Da haben wir volles Haar bekommen. Wir haben rote Strähnen vorne, wenn wir so drehen. Seht ihr das? Das ist Blut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich kann es auf dem Fernseher erkennen. Pferdeschwanz 3. Wow. Das macht mein Arbeitskollege immer mit seinen Haaren. Weil er hat ja oben rum auch ein bisschen mehr Haare. Ja, Irokesen. Suppi, suppi, suppi. Ganz viele Platze. Warum nicht? Wir nehmen Pferdeschwanz. Das sieht irgendwie am besten aus mit den langen Haaren. So, na, zurück. Wir müssen noch die Brille entfernen. Ich mag die Brille irgendwie nicht. Wir können so eine lässige Brille nehmen, ja. Wir werden uns eh wieder pro, ich nenne es mal Level umziehen. Also wundert euch nicht deswegen. Deswegen, wir müssen erstmal gucken, dass wir uns für zu Hause fertig machen. So, zu Hause haben wir natürlich nur ein T-Shirt an oder sowas in der Art. So, wie wir sagen von wegen, hey, ne. Wobei, wir sind die Dorfhure.
Wir sind einfach die Hure des Dorfes. Also wir wohnen hier in New Jersey und da sind wir einfach die Hure. Ja, wir müssen nur irgendwas Passendes finden dazu. Okay, das ist ein bisschen zu hurisch. Das ist ein schöner. Warum ist der pink? Joggingjacke. Ja. Na, wir nehmen was Freizügiges. So. Hauptfarbe schwarz. Ich mag schwarz. Also, ich mag Sachen, die schwarz. Guck mal, es sieht sogar cool aus, ja. So, zweite Farbe können wir den. Ja. Na, zurück zu Standard. So. Rucksack brauchen wir nicht. Zubehör. Können wir uns so Nietenbänder geben? Ah, wollen wir jetzt gerade nicht haben. Fertig. Gehen wir auf Hosen. Ne, Shorts auch nicht. Die Dorfhure muss irgendwas ganz Bestimmtes tragen. Das passt irgendwie, ja? Das ist irgendwie dieses Weiß und Weiß. Ich glaube, ich nehme das auch. Das ist eng. Da kann man meinen geilen Arsch drin sehen. Seht ihr das? Da, so halbwegs. Zoomen. Unten rechts steht R2 für Zoomen. Ich drücke Zoom und das passiert. Warum passiert das, wenn ich zoomen möchte? Okay. Oh, Moment. Oh, Moment. Ach, okay, die ist auch pink. Da müssen wir irgendwas, irgendein Level müssen wir noch finden, wo wir uns da anpassen. Und ich hatte eng, hatte ich. Hosen verblassen wir. Socken, Schuhe. Hochhackige Schuhe am besten. Mal durchgucken. Warum ist hier eigentlich alles pink? Ich habe keine Ahnung. So, gibt es irgendwelche hochhackigen Schuhe? Wäre lustig. Ich glaube, wenn wir hier gleich durch sind, dann kommen keine hochhackigen Schuhe. Clownschuhe. Warum gibt es keine hochhackigen Schuhe? Ich meine, okay, es ist unrealistisch, dass jemand mit hochhackigen Schuhen skatet. Allein von der Tatsache, dass es ziemlich dämlich ist. Ach, Mann. Gut, wir wollen keine Profischuhe nehmen. Wir nehmen einfach mal Turnschuh. Basketball klassisch. Klassisch. Das ist so ein bisschen pink. Ich mag die Farbe pink. Ich weiß nicht, was die Leute mal gegen die Farbe pink haben. So, und ein bisschen dunkler. Nee, das sieht scheiße aus. Tut mir leid. Na, ich will keine Socken. Schuhe. Nehmen wir normaler Schuh. So, wir haben ganz normale Schuhe. Wir machen die ein bisschen dunkler. So. Gut. Tattoo haben wir keine Größenoption. Ganzen Größen noch. Wir sind natürlich wieder klein. Ne, wir sind nicht so groß. Kopfbekleidung. Alter, die Shield, ne? Die Shield übelst. Also das ist. Was mache ich damit? Ich mache, glaube ich, den Kopf dünner gerade. Oder? Da passiert nichts. Ja, ich mache den Kopf breiter damit. Ja, ein bisschen breiter. Da wird er ein bisschen kleiner, oder was? Jep, da wird er ein bisschen kleiner. Und Z ist bestimmt die Höhe, ne? Ja. Mache ich jetzt keinen großen Unterschied. Kopfbekleidung. Huch, Kopf. Ach, da wird der Kopf größer. Okay, was habe ich denn gerade da gesehen, dass der Kopf größer wird? Keine Ahnung. Ja, aber keine Ahnung. Nase. Das ist Nase, Kiefer. Wo wollen wir den Kiefer verändern? Ich habe keine Ahnung. Es ist fast so wie... Oh, wir können uns mega Titten geben. Oder... Ne, warte. Das ist kein... Wir sind der Hulk. Wir sind einfach mal eiskalt der Hulk. Du nix ficken mich, ich dich platt machen. Oh Mann, wir sind ein bisschen schmächtig. Das ganze Gegenteil von Maser. Schmächtig, sagte ich. So, Bizeps. Haben wir mal ein bisschen Bizeps. Ne? Wir müssen ein bisschen stark sein. Unser Skateboard anzuheben. So sieht's aus, Leute. Hände bleiben so, Schenkel bleiben auch so, würde ich sagen. Ja, der Rest bleibt so. Schoner brauchen wir keinen. Ich würde sagen, wir sind fertig. Und ich würde sagen, wir starten in die Story rein. Von Tony Hawk's Underground. Laden. Schneller. Oh, ich meine, Story-Modus. Neue Story starten. Krank. Jetzt starten wir. Ja, wir spielen auf krank, weil alles andere zu einfach wäre. Bei superleicht kann man sogar nicht hinfallen, falls die Leute fragen wollen, was der Unterschied zwischen leicht und superleicht ist. Story!
Yeah. 20 on the next brother stepping to me wrong. I mess around and make the eulogy my theme song. This might seem wrong, but this is a mean. Check it, man. Muska is actually coming to this dump for a skate demo. Get dressed, let's go. Oh, ein Glück ist das Lied nicht zu lang, weil das ist einer der schwarzen Liste. Moment, was? Wir hätten einfach starten müssen. Oh, Mann. Fertig. Well, I just got my ride all set up. Sort of. Looks like that thing's held together with duct tape. Let's go skate. Wann immer muss ich skaten gehen? Wenn ein bisschen Kinderliebe mache. Ja. So, wir sind die Hure von Jesus. Diese Aussage. Vor allem, wir haben viel zu viel für eine Hure. Das passt einfach nicht. Ja, auf Hawaii werden wir ganz wenig anziehen, denn Hawaii ist ein schönes Land, eine schöne Insel. Erstmal New Jersey. Home sweet home. What a dump. At least it has some killer spots. The old pool down by the high school, Scabland, the drainage ditch on the south side of town, and Elm Street, our own little strip of paradise. Complete with drug dealers who hate skateboarders. So, ihr habt gesehen, offiziell wäre kein Untertitel da. Ich werde mal gucken, ob ich es schaffe, euch irgendwie einen Untertitel in die Cutscenes reinzudonnern. Denn ein Untertitel wäre doch schön, ne? Hier ist unser Haus, dieses kleine, schöne Haus da. Und wir sind hier. Wir können skaten. Hier fährt so ein Typ rum. Den können wir umnieten. Batz. kurz die Grundlektion. Wir können wieder das Übliche machen. Ich glaube, wir können aber nicht viel machen. Ne? Können wir schon? Wir können schon springen. Oh, wir haben eine Statistik verbessert. Ja, wir können Statistiken verbessern, indem wir, ich sag's mal so, Nebenquests machen, die unter Stats ansehen gespeichert sind. Hier sehen wir sie zum Beispiel. Wir machen Airtransfer über 30, 40, 60 Fuß und halt alles Mögliche, was man hier machen soll, um halt diese Statistik zu verbessern. Das finde ich sehr gut. Das ist eine sehr coole Idee. Man muss sogar einen gewissen Rang erreichen, also muss zum bestimmten Punkt des Spiels kommen, um halt noch mehr freizuspielen an diesen Statistiken und so weiter und so fort. Und das ist gut. Also zu den 100% zählt natürlich, dass wir auch hier alle Statistiken nach oben donnern. Zu den 100% zählt, dass wir alle verdammten Gaps machen. Alle verdammten Gaps meine ich damit, ne? Ihr seht, hier sind verdammt viele Gaps. Okay, hier sind jetzt nicht sehr viele Gaps. Wir können aber in Optionen, glaube ich, in Spielfortschritt sehen, dass es verdammt viele Gaps sind. Ihr seht, wir haben hier noch gar nichts gemacht, ne? Ihr seht, ich habe alles noch leer stehen. Noch nicht fertig, noch nicht fertig, noch nicht fertig. Geheimes Tape, blabliblub. Level freischalten, blabliblub, ne? Und Gaps, blabliblub. Also ich werde 100% von diesem Spielfortschritt machen. Und das alles in diesem Let's Play. So, wir werden heute auch nicht viel machen. Wir werden einmal kurz mit Eric reden. Oh, sorry, Kollege. Wir können auch gehen, das ist neu. Wir können auf Leute springen. Versuche ich mal kurz. Mach den Mario. Mach den Mario. Dankeschön. Und wir sprechen einfach mal mit Eric Sparrow. What up, Eric? Hey, help me out here. I was just skating, minding my own, and the dealers grabbed my board. They tore it apart and they threw the pieces up on the roof. My knee's wrecked. Could you grab them for me? Aw, man. Hier, hold your deck. Ja, okay. Verwende X zum Springen, blabliblub, um dich festzuhalten, blabliblub. Also so die Grundsteuerung könnt ihr euch rechts durchlesen. Ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Wir können auch vom Kabel abspringen, das kann nicht jeder. Dankeschön. Nein. Wir können auch komische Glitch-Sprünge machen. Ich werde euch ein paar Glitches auf jeden Fall im Spiel zeigen, weil ich kenne ein paar. Thanks, here's your deck back. Hey, while I'm getting my ride set up again, let's see if you remember a couple of things. Okay. You can get off the board to get over terrain that would normally be hard or impossible to skate over. So, give this a try. First, get off your board, then jump over the barriers. Drücke L1 und R1, um auf das Board bzw. vom Board zu steigen. Also runter und hoch gehen. Hui, hui, die Grundlagen. Gut gemacht. So, springen drauf und grinde. Ja, werden wir gehen. Dann grinden wir automatisch. Kriegen einen Caveman. Und dann noch eine fette Punkte-Kombo, die wir machen sollen. So, über die Absperrung hinweg und grinden. So, Dankeschön. Hilf, Eric. Haben wir schon Special Tricks? Ich weiß es gerade nicht. Antwort, ja, wir haben schon Special Tricks. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir die Grund-Special Tricks haben. Wir kriegen für jeden Gap, den wir gefunden haben, eine Benachrichtigung.
Es wird viel einfacher sein, die Gapliste zu erstellen. Ich hoffe, ich werde sie diesmal einhalten. Ich habe es in Tony Hawk Pro Skater 4 nicht so geschafft, weil viel zu viel Arbeit, immer wieder das Video mehrmals durchzugucken, ob alle Gaps drin sind und dann, ja, ihr müsst verstehen, das ist schon ein bisschen schwierig. Übrigens, na, das war Madonna, das ist Japan. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tricks bearbeiten. Tricks bearbeiten. Grab Tricks. Wieso ist da der Benianer? Ich möchte gerne einen ganz bestimmten Trick da haben, nicht den Wrap Around. Leute, ich habe im dritten Teil gesagt, von wegen, den kann man nicht aus dem Stand. Im vierten habe ich gesagt, den kann man aus dem Stand. Und hier kann man ihn nicht aus dem Stand. Ja. Er ist wieder unbestehbar gewesen. Okay. Ich glaube, den Buddy Wrap kann man, ne? Ja, aber Wrap Around geht nicht. Ich glaube, mit Boundless, geht das mit Boundless? Ne, auch nicht mit Boundless. Da fliegen wir voll auf die Fresse. Oh, das tut aber weh. So, Eric Sparrow. You're done prancing on and off your board. Let's actually skate. At least I'm not too gimped to prance. How's your knee? I'll show you gimped. Let's see you land this. Oh my god, I'm Melon. Well, well, someone's been practicing. Okay, Mr. Hawk, try this one. Bust a grab, then revert it as you land. Let's see you do it a few times. Tja, denkst du, ich vögel nur die ganze Stadt hier? Hast du wohl die Rechnung mit dem Falschen gemacht? Ich kann auch skaten. Ich habe nämlich geübt. Tony Hawk 1 bis 4 und 3 bis 4. Yeah, yeah, yeah. But can you revert it to a manual? Nein. Oh, das ist so billig. That's it. Enough warming up. You can't beat my score and you know it. Why try? Ach, weil ich ihn schlage, sagen wir es mal so. So, und wir werden direkt merken, dass es schon auf krank gestellt ist, denn Eric fängt zwar low an, aber ihr seht es gleich. Ihr seht es einfach gleich. Er holt auf jeden Fall stark auf. Und deswegen sollten wir ganz vorsichtig sein. Ja. Dankeschön. Ah, verdrücken ist nicht. Ja, aber so eine Herausforderung ist der Typ jetzt auch nicht. Ich meine, guckt euch mal die Punkte an. Wir haben einfach das Zehnfache. Ja, ja, schon gut. Ich habe nichts gesagt. Oh, ups, ich wollte abbauen. Ich krieg die Punkte gut geschrieben, ne? Ich glaube schon. Ja gut, aber 100.000 Punkte zu machen, das war jetzt kein Problem. Ja, tatsächlich, ich krieg die Punkte gut geschrieben. Ich mach einfach mal. Ich mach jetzt einfach meine Millionen Punkte. Oder auch nicht. Wie auch immer. Wo ist er? Und da fährt er heim, weil wir ihn sauer gemacht haben. Oh, aber Eric, traurig. Ja, traurig. So, können wir aufs Dach? Dankeschön. Lies mir die Aussicht von hier oben. Ich mag's auf die Dächer. Ich mag's auf die Dächer zu klettern und mich hier umzugucken. Ja, so sieht's aus, Leute. Hat was. Hat echt was. Vor allem, wenn man hier so stehen kann, ganz in Ruhe, und guckt sich die ganze Stadt mal an. Da fahren so ein paar Autos rum. Das ist schon echt schön gemacht. Seht ihr das? Das hat was. Ich mag die Aussicht. Vor allem, jetzt sagen viele bestimmt, oh, Masa, die Grafik ist aber übelst beschissen. Ja? Leute, das ist ein PlayStation 2 Titel. Da gab es noch kein HD, als die rauskam. Also ich glaube, es gab schon HD, die Auflösung, aber generell war die noch nicht so sehr vertreten. Da gab es noch 540 Pixel. Dass ich jetzt euch auf 1080 hochdonner, ist eigentlich purer Luxus für euch. Denn ich nehme es halt so auf und ich könnte es auch einfach runterschrauben. Ihr würdet kaum einen Unterschied merken. Wobei ich sagen muss, aber dann kann ich euch die 60 FPS nicht geben, weil YouTube fungiert nur so, dass es ab 720 60 Frames gibt und das Spiel läuft auf 60 Frames, so wenn ich es aufnehme. Deswegen habe ich die 60 Frames drin. Ist das, was war das? Ach, das war meine Kopfhörer, okay. Deswegen, ja. Gibt nicht viel zu sagen, ne? Ich bedanke mich fürs Reinschalten, Leute. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Auf jeden Fall eine schöne Einladung. Ich mag's, ne? Ich bin zufrieden. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Habt noch einen schönen Tag. Und Masa la vista, Baby.